das ist fast dieselbe Stadt wie eben. Na gut, das manchmal täuscht es, aber egal. So, erstmal wieder den Heli platzieren. Und dann natürlich die Minen. Und was... Nein, was mache ich denn? Nein, was tue ich, was tue ich, was tue ich? Ich möchte gerne neu starten. So, yep. Ich möchte nur nicht losgehen, weil... Folgendes, das Ding hier kann ich anschmeißen im Kampf. Dann, um die Zombies einfach auf eine Position zu locken für ein paar Sekunden. Und das macht man dann, benutzt man dann logischerweise ziemlich taktisch, indem man einfach Dynamit platziert. Und die ordentlich Bumm machen lässt. Mit ein bisschen Glück. So. Man muss ja immer schließlich ordentlich mitdenken. Wer übrigens meine Metro-Folge nicht gesehen hat, meine letzte, was ja wohl ziemlich jeden einschließt, glaube ich, der sich dieses Video anguckt. Meine Stimme hört sich ein bisschen anders an, und zwar nicht, weil ich neue Stimmbänder und schöner singen kann, sondern weil ich ein Mikrofon, also ein richtiges Tischmikrofon mittlerweile dran habe, was logischerweise auf dem Schreibtisch steht. Und dafür hat man ja eigentlich Brüder, die sich dann sowas kaufen und dann kann man es benutzen. So, man sieht, dass die jetzt hier alle angepult werden von dem Ding. Das ist jetzt leider schon wieder aus, aber dafür kann man jetzt Dynamit hochjagen. Hat sich zwar nicht so gelohnt, aber manchmal lohnt sich schon einfach allein, weil die Dinger sind 7 Sekunden oder 8 Sekunden, die Zombies sind abgelenkt. Und das allein gibt schon ordentlich gut Zeit dazu. Vor allem, dass das Ding natürlich auch nochmal ein zweites Mal benutzt werden kann, wenn man lang genug überlebt und die Tageszeit lang genug ist. Ein bisschen Glück, ein bisschen schneller, komm schon, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller! So, perfekt eigentlich. Gut, ein paar Zombies jetzt noch erwischt, ein paar Zombielisten. Aber konnte ich jetzt eine ganze Meute quasi durch die Zombies durchführen. Auf jeden Fall zurück zum Mikro. Ich habe jetzt meine Stimme hört sich wundervoll an und wenn ich so weitermache, werde ich wahrscheinlich irgendwann noch in meinen Let's Plays anfangen zu singen und spätestens dann habe ich gar keinen Zuschauer mehr. Dachte ich mir gerade so, aber ich sage auch sehr gerne, ich singe zum Leidwesen meiner Mitmenschen. Aber hier geht die Musik ja nochmal. Da muss ich meine eigene nicht einbringen. Finde ich auch gut, dass mal jemand einen Kommentar drunter gepostet hat. Also, klar, ich habe jetzt ein paar Abonnenten mittlerweile, aber die geben mir halt meistens dann persönlich irgendwie Bescheid. Also, bei Teamspeak oder manch einen kenne ich auch so im Real Life, dass ich vorgebe zu haben. So, dass es mir immer gefällt, wenn mir jemand einen Kommentar schreibt. Also, danke dafür, Malen. Oh, Scharfschützen, die mag ich. So, da ich das jetzt zu Ehren meines Freundes machen muss, die Arno, nein, einfach nur, ach komm schon, Arno Squad, ah ne, Sniper Squad, yep, ich habe Probleme. Und im Deutschen benutzt man übrigens kein Akkustroph, außer es ist ein S-Wort. Daher mache ich den Scheiße hier wieder und bringe euch falschen Deutschunterricht bei. Also man ist schon so ein kleines Spielchen irgendwie mit den Zombie, mit den Einheiten benennen. So. Tabayas sagt Goodbye zu seinen Großeltern zum letzten Mal. Großmutter umarmt die viel. Und ja, dem Großvater ist es egal. Solche Mini-Geschichten halt. Also, sie sind zwar cool gezeichnet, aber im Endeffekt ist es nicht so der Burner. So, es ist schon Stufe 2 aus Outbreak. Das
natürlich schon. Aber ich habe gute Einheiten eigentlich. Ja, das, da dürfte ich auch nicht was retten können. Stufe 2 ist halt, da kommt schon von deutlich mehr Richtungen die Zombies. Das macht das Retten natürlich deutlich schwieriger. Und die Städte sind auch größer. Also die Städte werden größer, je höher das Level ist. Och, das ist sorgt dann doch für längere Unterhaltung. So, ich platziere mal wieder das Dynamit an möglichst guten Stellen. Ja gut, das macht zwar irgendwie wenig Sinn, aber man muss ja irgendwie die vier Dynamits platzieren. Man kann sie leider nicht getrennt detonieren lassen, das hätte ich mir eher gewünscht. So, und 4 ist jetzt mein, das Arn und Sniper Squad, weil Arn einfach einer der besten Scharfschützen ist, die es gibt. So, man muss sie erstmal auf dem Gebäude platzieren, da ist ein ein breites natürlich am besten, weil es hoch ist. Gut, breite Gebäude sind logischerweise hoch. Ja, gut, fragt nicht mich. Aber auf jeden Fall kann man sie dadurch benutzen und man muss sie ausrichten in eine bestimmte Richtung. Man kann sie im Kampf dann auch ausrichten. Das dauert aber dann ein paar Sekündchen, sodass man eine gute Position suchen soll. Und Scharfschützen-Teams schießen halt, wie man sieht, so einzelne Zombies weg, was oft echt praktisch sein kann. Zum Beispiel dadurch werden Minen später ausgelöst, wie man sieht. So dass man im Endeffekt dann doch mehr Zombies erwischt. Oh fuck. Ja, das war natürlich nicht so clever. Ich hab vergessen, das Dynamit zu zünden. So, hier zum Beispiel, da haben sie wieder die wichtigsten Zivilisten gerettet. So, wie soll ich sie neu ausrichten? Das dauert jetzt einen Moment. Weil jetzt fressen sie natürlich da hinten Zivilisten und da guckt das Sniper-Team nicht hin. Oh 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 oh, ne, das wird doch nichts. Es ist natürlich die Landezone heiß. Ja, die Zivilisten da kriege ich nicht mehr raus. Die stecken zu tief in der Scheiße drin. Und jetzt muss ich die letzten kriegen, weil mir fehlen noch 2 Zivilisten, die ich retten muss, um die Runde zu beenden. Und das wird nichts. Scheiße, das wird nichts. Kann sein, dass wegen einem Zivilisten jetzt hängt. Aber es wird wegen einem Zivilisten hängen. Das ist echt bitter. Du sollst wieder starten. Nee, das wird nichts. Der Zivilist ist tot. Na verdammt, ein scheiß Zivilist, ey. So, versuchen wir es nochmal. So, wieder neu positionieren. Das Spiel ist manchmal echt tricky in dem Sinne. So, ein bisschen sehe ich es so, dass ich alles gut im Blick habe. Da oben ist ja relativ zugebaut an Dynamit und ähnlichem. Und der Heli steht eigentlich ziemlich gut da, möchte ich behaupten. Können sich die Typen immer schon, die sammeln sich dann immer schon zu Gruppen, wenn man die ruft. Für den nächsten Transporter platziert man die einfach so ein bisschen, dann müssen die erst ein bisschen laufen, zwar, aber dadurch holt man immer noch ein bisschen Zeit raus. Das war jetzt ein bisschen zu früh gezündet schon wieder, aber besser zu früh als zu spät, so wie eben. Bitte beeilen, mein kleiner Heli. ...136 sind noch im Spiel, das müsste ich diesmal... Okay, die kommen verdammt nah an meine Typen dran. Scheiße, das wird scheiße. Ja, es reicht diesmal, aber... Trotzdem werden zu viele gefressen, meiner Meinung nach. Wenn ich mir die Einheiten aussuchen kann oder irgendwie anders spiele, dann schaffe ich es eigentlich fast immer, die Zombies zu beseitigen, weil auch in der Runde hat man extrem viel Zeit. Wieder, wenn man längere Tageszeit hat. Das war jetzt irgendwie dämlich. Ja, die richten sich auch nicht schnell genug aus, jetzt, um die zu erwischen.
Ja, super, jetzt müssen sie alle Richeln offen werden gefressen. Aber trotzdem gerade so gewonnen mit 60 von 60. So, Landminen können trainiert werden. Ist irgendwie dumm, dass man das manuell machen muss, weil es gibt sowieso nur eine Möglichkeit, nämlich mehr Landminen. Nicht, dass es schlecht ist, aber es macht keinen Sinn. So, jetzt kommt der Sturm. Es werden jetzt mehr Outbreaks kommen an Zombies. Das war jetzt der Bonus für die Zombies, weil sie den Punkt erreicht haben. Jetzt aber für mich, Forschungslabore habe ich jetzt erfüllt sozusagen. Jetzt kann ich also Forschungen erforschen. Oder so ähnlich. So, das ist ein Nahkampfteam. Also Infanterie. Normalerweise würde ich die jetzt Gogonis nennen. Aber da mich ein gewisser jemand dazu gebracht hat, überhaupt dieses Video zu machen, das hier ist für dich, mein Freund. Die Moderns. Hört sich zwar an wie eine Sitcom, aber was soll's. Dir zu Ehren, weil du hast mich wieder so ein bisschen auf den Trip gebracht von diesem Spiel. So, langsames Set-Movement. Sprich, sie laufen langsamer. So. Yep. Zum einen sind jetzt die hier dazugekommen. Es werden jetzt, also halt Größe, die schwere Missionen werden gleich reingespawnt. Wenn sie aufeinander kommen, dann werden es halt noch schwere Missionen. Vier ist böse. Das ist mein Forschungslabor. Hier kann ich nämlich alles erforschen. Ja, ich habe nur 10 Forscher. Das reicht eigentlich für gar nichts, was ich hier machen kann. Mal sehen. Aber es macht nichts. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich überhaupt mehr Forscher? Das ist eine gute Frage an sich. Man sieht jetzt unten übrigens Schwierigkeit und wie viele Punkte es gibt für den Sieg dafür. Bevölkerung, Anzahl und wie viele Forscher. Und zwar, das ist auch der Punkt, ich muss die Forscher nämlich erstmal evakuieren, dann kann ich sie benutzen. Wenn ich Forscher einmal benutzt habe, dann kann ich sie zwar danach nicht mehr benutzen. Ich weiß nicht, was so passiert. Ich packe die im Brennofen oder so, aber so ist es auf jeden Fall. Problem ist jetzt natürlich eine relativ schwere Mission. Also, es ist schwere Mission, aber halt, ich habe die falschen Einheiten dafür. Für diese Mission. Zum einen würde ich dann so machen, dann können mich alle nur außen rumlaufen. Man kann die Wege nicht komplett blockieren. Ja, gut, das bringt es nicht unbedingt, aber ich wüsste auch nicht, wo ich sonst eine Barrikade hinpacken sollte in dem Fall. Und zwar müssen sie wirklich ein bisschen außen rumlaufen, was soll's. So, jetzt kann ich auch so die Morlins einsetzen. Die sind natürlich jetzt, ist halt ein Nahkampfteam, die ich irgendwo platzieren kann. Hier sollte die Infanterie drauf. Würde ich jetzt einfach mal so planen. Und dann setze ich die Typen hier ein. Ach nee, scheiße, da kommen ja keine Zombies her, aber gut, dann kommt das Ding hier. Das Nahkampfteam kann übrigens nicht sterben. Also sie können ruhig von Zombies überrannt werden. Das ist keine Ahnung. Irgendwie à la Left 4 Dead, ist scheißegal, wie viele Zombies da angerannt kommen. Und sie sind halt deutlich effektiver als das Sniper-Team, aber Problem ist, sie bewegen sich halt langsamer und haben deutlich geringere Reichweite als die anderen. Aber das ist gar nicht so schlimm, möchte ich behaupten. Vor allem, dass ich ja diesen Monat, also diese Runde, Runden sind immer gleich ein Monat. Oh fuck, nee, jetzt bitte. Da lasse ich jetzt gerade echt zu viele durch. Nee, das wird nichts. Vergessen. Das war ein Fehler. So. Nochmal. Diese fucking dummen Zombies. So, lass ich nochmal da evakuieren. Dann kommt die nochmal von da. Das ist eigentlich ganz okay. Und dann sich da oben die Artillerie raus. Nein. Ja,
man muss halt ziemlich konzentriert dabei bleiben. Das ist schwierig ist beim Let's Play, weil man erklärt nebenbei und naja. So, diesmal ist es halt nicht mehr, es ist halt nicht mehr der Sinn, nur noch Zivilisten zu retten, weil ich will halt die Forschungspunkte haben, die ich benutzen kann für die Zivilisten, weil die Upgrades, die man sich da echt holen kann, sind echt fett teilweise. Also echt, echte Bringer. So, die können sich halt nicht mehr wieder wegbewegen. Die können auch übrigens im Laufen schießen, das ist scheißegal. Das sind halt Elite-Soldaten. Können sie den Platz sichern. Plätze sind bei den Typen natürlich immer geil. Offene, nicht nur Straßen, weil dann können sie halt von leeren Seiten absichern. Ist in manchen Städten sehr geil. So, hier kommt nochmal eine fette Rakete. Und wie das aussieht, hole ich dieses Mal eine Menge Zivilisten rum. Obwohl es Stufe 2 ist. Den anderen Bereich noch absichern und ich komme ziemlich gut weg diese Runde. Dementsprechend. So, jetzt meine Nacht ist natürlich ein bisschen heftig nochmal. Aber der Heli wird zumindest nochmal landen können. Und sich noch ein paar schnappen können. Man muss sich natürlich mal so rein vorstellen, diese ganzen Zivilisten, die werden um ihr Leben schreien, dass der Heli sie mitnimmt, aber das geht natürlich wieder nicht, weil zu viele Zombies da sind. Witzigerweise muss natürlich das Einsatzteam auch nicht ausgeflogen werden, das ist dem auch scheißegal. Genau wie dem Sniper-Team. Aber ich kann sie rein theoretisch kann ich mal ein, dann können sie trotzdem sterben, und zwar indem ich jetzt mit Adrenalin zum Beispiel auf die drauf haue. Oder auf das Sniper-Team. Ja, shit. Jetzt laufen sie alle in die falsche Richtung. Ja, vielleicht hole ich noch ein, zwei raus. Hätte ich das so die letzten Tage noch geschafft. So, es wird knapp. Manchmal regnet es übrigens auch, was einem eigentlich gar nicht auffällt. Aber man muss sagen, der Regen ist relativ cool gemacht, da das Spiel ja von oben kommt und der Regen fällt einfach nach unten. Ist schon eine witzige Idee eigentlich. So, gewonnen. Und diesmal mit 150 Typen. Ist doch mal gar nicht so schlecht. So, mal Upgrades hier. So, mal schnell, dass sie schneller Leute aufnehmen können. Und, ja, eine Barrikade mehr. Punkte. Problem ist, wenn ich jetzt einfach nichts reinigen kann an Zonen, dann werden schlussendlich die Typen gewinnen. Beziehungsweise ich muss sie halt einzeln abarbeiten, weil bereits gesäuberte Zonen können die Zombies halt nicht wiederholen. Außer man gibt es halt an. Aber so kriegen die halt ordentlich Punkte pro Runde. Und ich nicht. So, jetzt gucken wir mal sehen, was kann ich da machen. Forscher laufen schneller? Nee, das lohnt sich nicht. Helikopter kann mehr aufnehmen, ist zu teuer. Ja, was soll's. Extra Barrels zur Artilleriekanone. Dadurch kann ich jetzt zwei Schüsse vorm Nachladen abgeben. Mit der Artilleriekanone. Und das lohnt sich eigentlich richtig fett. Dementsprechend. So, und jetzt könnte ich vielleicht sogar eine Zone reinigen. Also sichern. Ja, gut, hätte ich die richtigen Einheiten, aber doch, es könnte trotzdem klappen. Wie gesagt, die Söldner sind eigentlich, gerade bei solchen kleinen Städten, sind die ziemlich genial, weil sie sich kaum hin und her bewegen müssten. Die sollte ich noch platzieren irgendwo. Sehe ich einmal direkt in der Fresse von den Zombies. Und es könnte rein theoretisch sogar wirklich klappen diesmal.
So, die lasse ich mal nach hinten pullen, damit die genug zu tun haben. Jetzt hätte ich schon die anderen weiter nach vorne gehen können. Jetzt hätte ich auch ein bisschen laufen müssen. Aber doch, die Runde kriege ich jetzt locker hin, dass ich mal die Zone befreie. Das ist gut. Dann gibt die mir jede Runde 20 Punkte und die Zombies kriegen halt jeweils, wie stark ihr Territorium ist für jedes Territorium, Punkte. Also Stufe 1 10, Stufe 2 20, Stufe 3 30. Und so und bis Stufe 4 halt. Und. Ja, das ist perfekt. Silber. Punkte. Jupp, ich hab die Catbird Cannon freigeschaltet. Gott kämpft an, auf der Seite mit, dem besten, mit der besten Artillerie. Zombies haben nicht die Catbird Cannon, wir haben sie schon. Schützt Zivilisten und töte Zombies, um die Superwaffe zu aktivieren. Was es damit auf sich hat, zeige ich gleich mal. Also, das ist ganz witzig, weil man halt jede Runde was Neues freischaltet.